Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Heute mal was Cooles, und zwar machen wir heute den Dumbledrücken mit Potted Stilton Soße. Und worum es sich dabei handelt, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Im ersten Moment klingt es so ein bisschen nach Angeberessen, oder? Aber ist es überhaupt nicht, ist total überschaubar. Wir haben hier drei Stücken Dammwildrücken. Sehr schön, vom Jäger meines Vertrauens, vom lieben Olli. Dann habe ich hier einmal Potted Stilton. Und Potted Stilton ist so englischer Stilton-Käse, der ist in so einer Wachsschicht. So sieht der aus, sehr aromatisch, sehr würzig. Und den bekommt man im Supermarkt seines Vertrauens. Ich habe den bei Kaufland mitgenommen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Grillpfeffer, so ungefähr 1-2 Teelöffel. Zweiter Spitzer Worcester-Soße. Und einen großen Schluck Schlagsahne. Ich denke, am Ende des Tages sind so ungefähr 100 Milliliter, die wir dazu geben. Vielleicht sind es so 150. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und Brett. Also die Rücken sind im Prinzip die Lachse oder man könnte auch sagen die Roastbeefs vom Dammwild. Und da steche ich jetzt einfach mal hier ganz locker ein und schneide oben ein bisschen so gegen die Faser hoch. Und auf der anderen Seite, um möglichst viel hier von der Silberhaut, von der Sehne wegzukriegen. Wenn ein bisschen Fleisch dran hängen bleibt, dann ist das leider so. Aber besser ist immer wirklich die Sehne komplett weg haben und lieber auf ein paar Gramm Fleisch verzichten und dafür das schön auf den Schrumpf kauen müssen. So, noch hier setzen uns ein bisschen gegen die Sehne gegenschneiden, dann hat man nicht so viel Verlust. Nur ein bisschen was ist immer, bleibt immer dran, aber das ist dann halt so. So sind die fertig pariert und jetzt gehen wir einen kleinen Tropfen Pflanzenöl rüber, wirklich ein ganz klein bisschen. Verreiben das schön und das machen wir im Prinzip dafür, dass es jetzt nicht am Rost festklebt. Wenn ich heute ein bisschen schnaufe wie ein Dampfrost, liegt es daran, dass ich ein bisschen erkältet bin, aber bei dem Wetter kann man das auch verstehen. Jetzt legen wir die hier in die Diagonal drauf. Wie heiß ist der Grill jetzt? Den Grill, den habe ich jetzt noch, guck mal, hier unten halbe Kraft vorher heizt. Also bei so einem Bräuchli reicht die halbe Kraft. Wenn ihr jetzt irgend so einen Grill hast, der jetzt nicht so viel Schub hast, dann musst du schon Feuer sehen. Ungefähr 20 Sekunden und dann drehen wir das erste Mal rüber. Da sieht man gleich, jetzt ist hier wirklich Grillen im Spiel. So muss es aussehen. Liebe. Und dann drehen wir weiter. Der ist schon voll in den umgefallen. Gehen wir mal ein Stück rüber. Und dann stellen wir die auf die Seite nochmal auf. Bleib stehen. So. Und dann drehe ich die einfach um 90 Grad. Warum? Weil ich sie jetzt in die andere Richtung rollen will. Weil dann bekommt man ein schönes Schachbrettmuster ringsrum. Und wenn wir jetzt hier hochrollen, genau so muss es aussehen. Herrlich. Und letzte Drehung. Und dann nehmen wir die unten vom Rost runter, legen die nach oben. Machen die Brenner in der Mitte aus. Also ein bisschen mittig liegen. Und die äußere machen wir auch auf kleinster Kraft. Und lassen die da jetzt zu Ende ziehen. Das dauert so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis die so knapp die 60 Grad Kerntemperatur erreicht haben. Ist es jetzt wichtig, wie viel Temperatur jetzt im Grill ist oder ist es völlig egal? Naja, so ein bisschen wichtig ist es schon. Also bei 500 Grad wäre jetzt zu viel und 80 Grad wäre zu wenig. Das hat unser Grill jetzt gerade, der hat gerade 250 vom Angrillen. So, und die fällt jetzt ab. Ich würde da jetzt nicht zu viel Hokuspokus drum machen, um genau die Temperatur zu erreichen. Dem Fleisch ist es am Ende des Tages völlig egal, wie warm es jetzt tatsächlich war. Wenn mein Grill aber jetzt keinen Ablagerost hat? Ja, dann machst du, das ist schwierig. Dann würde ich mir erst ein kaltes Gitter auf den Grill legen, dass es praktisch nicht wieder auf heiße Roste trifft, dass man so ein bisschen entkoppelt. Was heißt entkoppelt? Na, dass praktisch nicht direkt die Hitze von dem Rost, wieder von dem heißen Rost, in das Fleisch reinkommt, sondern dass du irgendeine Kopplungsschicht dazwischen hast, wo du sagst, das isoliert so ein bisschen. Und wenn du jetzt einen kalten Rost nimmst, das Fleisch darauf legst und den auf den heißen Rost, dann dauert der ewig, bis der kalte Rost heiß wird und das wieder ans Fleisch abheben kann. Und so steht er dann mehr in der Luft drin. Alles warm. Und dann gehen wir jetzt unseren Stilton, den begrüßen wir mal rasch drin. Löschen direkt mit der Schlagsahne immer rüber. Machen die Temperatur dabei auf kleinste Stufe. 1-2 Spritzer Worcester Soße oder Worcestershire Soße, wie immer. Ungefähr 1 Teelöffel Grillpfeffer. Und die ganze werden wir jetzt den Käse hier drin in der Sahne aufschmelzen lassen. Mega. Die ist jetzt mit Uffi los und jetzt können wir die Flamme darunter auch ausmachen und dann einfach nur ein bisschen nachziehen. 20 Minuten später, tata, sehen sie so aus. Herrlich, oder? Und ich würde sagen, wir nehmen die runter und kosten. Ich würde jetzt einfach mal in Tranchen ganz frech aufschneiden. Herrlich.
So ein Kramschick, butterweich. Also wirklich. Knüller. Und darüber verteilen wir jetzt immer ganz leicht unsere Potted Stilton Soße, dass die so ein bisschen in diesen Fleisch einzieht. Und wir diesen den Aroma von diesem Stilton darin kriegen. Und das ist natürlich ein richtig kräftiger Käse. Ach, so was steht auf so eine Sauereien. Und darum verteilen wir noch so ein bisschen mehr Salz. Und dann können wir kosten. Ja, und ich würde mir mal so ein Stück nehmen und dann sagen, und rinn in die hohle Birne. Super saftig und der Dammeldrücken, der ist ja vom Geschmack eher zart. Und das ist super, dass dieser Stilton, diese Käsesoße da ringsrum ist, die macht die Sache nicht schlechter. Und wenn ihr mal so einen Dammeldrücken habt, finde ich, ist das eine coole Variante, bevor man den einfach nur so ganz schnöde auf den Grill haut, mit so einer Käsesoße den zu veredeln. Und kann euch das bloß anraten. Von daher fragt mal euren Jäger, ansonsten drückt einen Daumen nach oben, gebt einen Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Mega.